Servus, zurück bei Let's Play Bioshock Infinite, den DLC Seebestattung Teil 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein paar Waffen besorgt und sind bereit für unser erstes Plasmid, Spanner. Und das gönnen wir uns mal. Disappear from sight, see through walls and sneak up on your foes. Okay. Ich sagte Sender Code. Splicer, mit diesem Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen oder falls nötig unsichtbar werden und sie überrumpeln. Okay. Verbraucht aber eine Menge Eve. Das ist natürlich... Ich plane ein gigantisches Comeback. Ich bräuchte nur einen neuen Agenten. Wüsstest du... Jawohl! Das gefällt mir aber dann doch wieder extrem gut. Ich bin gerade in einer Schaffenspause. Seit etwa 15 Jahren. Ich habe Arbeit, will aber endlich wieder auf die große Bühne. Ganz... Ich sagte Sender Cone, ich wäre allzeit bereit für eine Platte oder ein... Oh. Er sagte, er würde... Er musste direkt niesen. Oh. Das war es dann vielleicht nicht so gut. Was meinst du vorhin, als du sagtest, warst du in Paris? Hä? Es war nicht wirklich Paris, es war mehr... Es war mehr die Welt, wie ich sie sehen will. Und ich war wohl nicht wirklich glücklich dort. Wir wären alle besser dran, wir de Witz... wenn wir uns nicht immer einmischen müssten. Okay. Warum sollte ich das Schloss eigentlich öffnen? Nee, aber das Eve-Wing, dem bin ich eigentlich zurückgekommen. Ja, das funktioniert ja ganz gut. Das ist schön. Also wir sind anscheinend wirklich... Das Hauptaugenmerk ist hier wirklich darauf gelegt, still und heimlich sich da... durch zu... ja, boxen. Ah, da hinten. Also hier nicht wirklich so wie beim... wie mit den anderen... so sich da durch zu boxen, durch zu kämpfen. Sondern wirklich... Dang! Jawohl! Da müssen wir aber dann unbedingt schauen, dass wir viel Eve kriegen. Oh, die schaut ja genauso aus. So! Hä? Ah, das war das. Na dann, gehen wir mal weiter. Das ist auf jeden Fall cool. Oh, ja, sowas gefällt mir. So ein Ausblick. Genieße ich schon. Solange es in einem Spiel ist. Oder in einem Aquarium. So, was kriege ich hier? Ein blauer Stift öffnet das Schloss und du hältst einen Krachmacher. Na gut, das ist da aber nicht wahr. Du hast einen Krachmacher erhalten, rüste ihn aus und schieße ihn auf das Fenster rechts, um die Splicer von dir abzulenken. Na, das machen wir doch. Genau. Flat wie ein Baby. Deine Mutter hat dich nie geliebt. Warum sollte das alles gehört? Hast du diese Liebe verdient? Nein. Okay. Dein Essen wird kalt. Das funktioniert. Manche Schüler lassen sich Komm nicht her! Dein Abendessen wird kalt! Ja, und wie kann ich jetzt die Munition wechseln? Na, das ist nett. Hoppala, gut genäht. Habe ich Antonio schon um Spinde mit richtigen Schlössern gebeten. Ich bin von meiner Mittagspause gekommen und meine neuen Klamotten waren weg. Geklaut! Aber das Allerhöchste ist, der Dieb hat mir dafür was anderes zum Anziehen dagelassen.
Zuerst wollte ich das Zeug wegschmeißen, aber irgendwie habe ich es übers Herz gebracht. Betäuben deine Gegner, verstecke dich also, bis sie die Suche aufgeben. Okay, Entschuldigung. Sie nur zurückzuwerfen. So kannst du nur dann richtig Schaden anrichten, wenn sie dich nicht sehen. Wenn ihr nur genau hinschaut, werdet ihr den Parasiten schon erkennen. Ja. Okay. Oh, wieso habe ich denn so wenig Energie und mit der irgendwo getroffen? Wir müssen den Parasiten nicht tun! Mein Kollege wird unhässlich. Führen wir das von Angesicht zu Angesicht! Ja! Das war's für euch! Die Schnarcherei taugt mir wirklich am meisten. So, ein bisschen Gesundheit. Ich will hier alles mitnehmen und durchsuchen. Deswegen habe ich eigentlich aber aufgeweckt, haben sie es nicht, aber habe ich den nicht da irgendwo genockert. Also das war das. Wenn ich mir das anschaue. Der Wasserdruck müsste eigentlich hier unten so hoch sein, dass man also die ganzen Scheiben Katsching macht. Oh cool! Foto! Die zwei sind das von vorhin, aber die erste, was ich ausgenockt habe, die finde ich da eigentlich nicht. Ein bisschen Eve wäre jetzt ein Traum. Mehr habe ich da eigentlich nicht gefunden. Schade. Ah, das war wahrscheinlich eh da, wo ich die Kassetten jetzt dann aufgekommen habe. Ich vergesse ja da. Die spawnen die Gegner ja recht gern. Gut. Dann Aufzug. Schauen wir mal, ob sie den Knopf auch so basht. Also, push the button. Ding. Cool. Da fällt mir es. Bam. Früher konnte ich alles sehen. Jeden möglichen Augenblick. Und jetzt? Bist du wie alle anderen. Warum? Weil ich hier gestorben bin? Wenn ich wie alle anderen bin, kann ich weder Sally helfen, noch kann ich dahin zurück, wo ich war. Nur mal so gefragt, Schätzchen. Wieso redest du mit dir selbst? Hätte ich gewusst, dass du nicht ganz dicht bist, hätte ich mir das mit unserer Abmachung nochmal überlegt. Ich halte meinen Teil ein. Aber dem Mädchen darf kein Haar gekrümmt werden. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Aber ich gebe zu, ich mag Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind. Tja, Atlas. Oh, wow. So kann ich das also einstellen. Ist das da vorne nicht Booker? Nee. Oh, oh. Ich höre einen Big Daddy. Okay. Was ist denn das? Ist das Beherrschung? Jawohl. Ich weiß noch nicht, bei wem ich bleiben soll. Oh, Winterblast. Wieder mal. Okay. Tauchkugel Deluxe. Das ist er. Der Big Daddy. Der, der mich getötet hat. Mit dem kannst du es nicht aufnehmen. Comstock hatte ihn schon am Boden und er stand einfach wieder auf. Ich kann ihm nichts anhaben. Ich könnte ihm aus dem Weg gehen, aber er könnte hilfreich sein. Der Feind meines Feindes. Der Big Daddy greift alles an, was er sieht, und das war's schon wieder. So, was habe ich da im Verkaufsautomaten? Ich habe jetzt dann eh noch genug, also schauen wir mal. Ich muss da mal ganz woanders hin. Ich habe mir jetzt damit kurz die Hilfe aktiviert. So. Wieso bin ich wieder auf Beherrschung? Oh, da hinten ist ja wer. Ich gehe mal hier hinein. Warum nicht? Oh. Oh, oh. Rühr den Boden. 1, 2, 3, 4
mal. Eins, zwei, drei, vier. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Die ist Punkt 1 nicht ganz dicht. Punkt 2. Ding! Ist sie down? Das war's. Ja, du schaust wenigstens nicht so wild aus, aber Blut verschmiert auf jeden Fall genug. Wer weiß warum. Da unten die Splicer, die sind ja alle nicht ganz normal. Was haben wir da? Dieser Atlas ist in diesem Loch hier unten aufgetaucht und versucht für Ordnung zu sorgen. Die Splicer glauben, der Mann kann über Wasser gehen. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwie erinnert er mich an meinen früheren Arbeitgeber, Frank Fontaine. Der hat immer davon geredet, wie er dem alten Rapture abnehmen würde. Man sieht ja, wohin das geführt hat. Tja, warum wohl? Das ist die große Frage. Hallo? Was willst du? Lass mich rein, ich arbeite für Atlas. Davon weiß ich nichts. Ohne ein Wort vom Boss kommt hier keiner rein. Okay. Atlas. Wie wär's mit ein kleines... Ja, lasst sie rein oder irgendwas? Leckt manchmal beim Speichern. Okay. Dann wieder raus. Wo ist mein Freund? Da ist mein Freund. Gehen wir gleich wieder auf. Angst, wo bin ich jetzt? Ich sehe ein paar Sachen. Oh, noch ein Lockpick. Hallo. Was ist... Ah, Munition für die Pistole. Was haben wir da? Lecker Sandwich. Oh. Tür öffnen, das kann ich ja nicht, oder? Ich bin anscheinend nicht die Erste, die hier rein will. Oh, wenigstens gibt es eine Spur. Ja, das schaut mal... Oh, noch ein Lockpick? Na bitte. Da muss er so rein. Gut. Wo? Da unten. Komm jetzt endlich! Dein Essen wird kalt! Ja, das ist doch nicht so schlimm. Ding! Also dieses Plasmid-Spanner gefällt mir ja recht gut. Auch wenn ich es nicht so zum Spannen brauche. Oh! Der kommt darauf! Ups. Du siehst mich. Uah. Ey, yo, my friend. Keep cool. Ja. Geh nur weiter. Alles ist in Ordnung. Ich bin nur ein armes, kleines, verängstigtes Mädchen. Wieso drehst du da oben wieder um? Uiuiui. Das ist nicht gut da. Oh, wo bin ich denn hier? Na los, Hübsche. Wir kriegen das schon geregelt. Okay. Du bleibst hier draußen, gell? Komm schon, Digga. Zurück ins Büro. Das ist gut. Geh nur in dein Büro. Bam! eine Schrotflinte? Yeah! Schlaf dich mal in Ruhe aus. Wir machen das hier schon. Medizin? Okay. Du bist bloß zweite Garnitur. Entschuldigung. Okay. Ruh dich ein bisschen aus.
Was ist denn das? Beherrschung K.O. Upgrade. Chance und jetzt lässt Gegner ohnmächtig werden, sobald der Effekt aufhört zu wirken. Das sind die Plasmid-Upgrades. Das ist gut. Ich kriege ein bisschen Leave. Das ist jetzt dann für Beherrschung gewesen. Was ist denn das? Notiz untersuchen. Da hat wohl jemand einen Code entschlüsselt. Wir haben die Bestätigung, dass das Ass im Ärmel fertig ist. Su Chong hat es, wird es aber nicht einfach herausgeben. Alles Weitere, wenn wir mehr wissen. Worum geht es da? Okay. Da gibt's also einige Sachen zu finden. Na hallo. Oh, ein bisschen Eve, das tut gut. Okay, da hätte ich eigentlich auch gemütlich können. Da war er denn nicht so entdeckt worden und ich hätte nur 2 Schuss verbraucht, also. Das ist nur spannend. Ah, noch ein bisschen Eve, das brauche ich ganz, ganz dringend. Paar Spritzchen, die Werkzeuge kennen wir. Atlas-Poster überall. Zigaretten. Ja, wenn ich mehr Eve da durchkriege, das könnte schon diesmal gut sein. Da war nichts drin, okay. Ich glaube, Gesundheit kriege ich mehr. Dann habe ich da jetzt dann alles gesehen, da habe ich alles durchsucht. Da ist nichts drinnen. Ich glaube, was ich da nicht finden will, sind Safes diesmal. Wo ist der Digga? Test Drive war ich schon drinnen. Schauen wir da einmal rüber. Oh, da war ich noch nicht drinnen. Und da ist ja mein Freund. Ja, hallo. Bleib stehen! Dunk! Okay, der ist auf jeden Fall sehr nah. Ist dann noch irgendwer? Da ist noch irgendwer. Ja. Aber ich mich dasht. Da ist noch sowas. Kaffee! Boah, ein Kaffee! Mehr würde ich ja gar nicht. Oh, noch eine Nachricht. Noch eine chiffrierte Nachricht. Versuch, Su Chong das Ass im Ärmel abzunehmen, gescheitert. Ryans Sicherheitsdienst tötete 3 unserer Männer. Müssen andere Möglichkeit finden, an das Ass zu kommen. Bin seit einer Schaffenspause seit 5. Bin in einer Schaffenspause seit. War ja klar. Ja. Wo pfeift er wer? So, schauen wir, was wir da noch finden. Das ist Munition. Da haben wir noch das. Ist ich kann. Wie kannst du einfach verschwinden? Ist ich dir nicht einmal. Du bist ja auch verschwunden. Wer immer du bist. Ich hab nicht gesagt, dass du gehen kannst. 5 Picks. Okay. Boah. Alter. Boah, hab's geschafft. Jetzt hoffe ich. Ich hab ein Plasmid-Erweiterung und hab das Plasmid noch nicht. So, ich kann da einsteigen. Schauen wir mal, was wir da finden. Noch ein Lockpick. Ah, cool. Okay. Das ist aber nicht wirklich sehr nutzbringend, sage ich mal. Aber ein Lockpick war drinnen. Das war cool. Boah, wie das vibriert. So. Dann suchen wir mal weiter. Hier haben wir. Oh, Lunchbox, die habe ich noch gesehen. Ein bisschen Geld hätte ich jetzt dann auch schon wieder. Das tut gut. Wo ist mein Freund?
sagte Sender Cole. Ich wäre allzeit bereit für eine Platte oder einen Auftritt. Er sagte, er würde sich melden. Der kraxelt da oben umeinander. Wo warst du gestern? Da war ich auch drinnen. Aus? Was soll das heißen? Hältst du mich für einen Vollidiot? Service Bay. Na, schauen wir mal. Du Trottel! Ja. Beherrschung funktioniert doch bei Verkaufsautomaten. Und was soll man das dann bringen? Das muss ich dann probieren, wenn ich was brauche. So. Da haben wir noch ein Gardingin. Ein. Was findet man? Ja. Boah. Nervös wird man da schon. Uiuiuiui. So, ich weiß jetzt dann nicht, wo wir sind. Ich weiß nur. Hier ist noch recht ruhig. Tauchkugeln? Da würde ich nicht nein sagen. Für eine kleine Tauchkugel. Da ist noch sehr entspannt dabei. Gesundheit ist wieder voll. Was ist hier? Oh! Oh, oh. Hat sich da die Pulsader dann aufgeschnitten. Oh, schon wieder ein Kaffee. Ah, und Eve ist auch voll, na das. Das freut mir. Was haben wir da? Service Bay. Ein Aufzug. Wo kommen wir da hin? Oder, na, da bin ich nicht gekommen, ich habe das mit einem Lockpick geöffnet. Ich glaube, hier habe ich noch nichts zu tun. Da komme ich sicher, da muss ich sicher nochmal hin. Wenn nicht, merken. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich da nochmal hin muss. Oh! Hier raus. Dann schauen wir wieder aus. Ich glaube, es war ja aber überall, kommt man vor. Habe ich da noch irgendwo was übersehen? Außer einen Aschenbecher vielleicht? Nein, das war auch nicht übersehen. Da ist eine Lounge. War ich dort schon drinnen? Oder bin ich da nicht... Keine Zärtlichkeiten von mir. Was bist du? Ein launisches Gör, das... Warum greift er denn da? Puppe hergeben würde, nur weil es die eigene ist. Schnöller. Schöner romantischer Abend. Ein Glas Wein. Ein bisschen Schmus. Und? Wer lacht jetzt? Weiß ich nicht, war ich da schon? Komm schon! Wovor läufst du weg? Von dir? Mein Plasmid ist fast leer. Komm zurück! Wir kriegen das schon wieder hin! Das gibt's ja nicht. Boah, das war aber gefährlich jetzt dann. Habe die Ehre. Das war wirklich gefährlich. Okay, ich glaube, da drinnen war ich aber auch noch nicht. Das hätte auch ein bisschen in die Hosen gehen können. Ja, wo bin ich denn hier? Da ist noch wirklich viel. Oh, da geht's ja noch weiter. Willkommen in unserem wunderbaren Restaurant am Grunde des Meeres. Wenn Sie hier einmal einchecken, wird es Ihnen so gut gefallen, dass Sie nie wieder raus wollen. Darf ich Ihnen ein Zimmer geben?
Wollen sie vielleicht doch ihre Jacke hier abgeben? Keine Ahnung. Weiß nicht einmal, ob das ein Hotel ist. Aber, sagen wir mal einfach ja. Schauen wir mal. Uiuiuiui. Was? Speichern. Oh nein. Oh oh. Der schnarcht einmal. Oh. Louis. Louis. Wenn du nicht bald hier unten bist, kriegst du weder Alk noch Bräute ab. Manchmal glaube ich, du nimmst diese ganze Robin Hood-Sache zu ernst. Fontaine lässt uns Suppe verteilen, damit wir eine Armee aufbauen, nicht um die Milch der Menschenliebe weiterzugeben. Wenn du so weitermachst, muss ich noch annehmen, dass du noch weiter links stehst als Karl Marx. Was? Verdammt. Splicer! Komm rein! Hurwitz! Sag Fontaine, dass die Sperren überwunden wurden und... Hätte mich da gerade täuscht, war da nicht wer? Egoismus, Eigeninteresse. Da hinten! Wie kommt der da hinten hin? Ich brauche halt ein bisschen Eve, das wäre gar nicht so schlecht. Hier ist ja doch einiges los, also mit so einem großen Gebiet habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen... Was? Oh Mann, oh Mann! Um die Zukunft zu zeugen, müssen wir erst die Trümmer der Vergangenheit. Ah, da ist einer. Schau her. Gute Nacht! Man kommt dort nicht immer dran an einer. Was geht da an? Ui! Komm her, Chef. Ich hab ein Traumangebot für dich. Ich bin nicht. Gute Nacht! Ihr habt den ausbluten lassen, wie. Tja, an mir werdet ihr euch nicht gut sich tun. Die sind alle ganz schön müde. Sinnlos. Anders gesagt, bloße Zeitverschwendung. Da oben, dich sehe ich. Gute Nacht! Huh! Alter! Da bin ich... Na, hallo, meine Lady! Wo geht sie denn hin? Ding! Oh, die schaut ja auch so wild aus. Ja, es schaut ja schon mal ganz gar nicht so schlecht aus. Da haben wir ja ziemlich frei gemacht. So, dann schauen wir mal. Da habe ich was entdeckt. Ah, wieder mehr Eve, das freut mich. Weil ich muss ehrlich schon sagen, also mit den... Buh, schön viel Geld. Also mit den Spannerplasmid, das ist rennt wirklich nice. So, was haben wir da? Ein Lucky Picky. Wer sagt das? Ist doch nicht erledigt! Irgendeiner wird da ganz schön nervös gerade. So, jetzt wird's spannend. Einen Knüller wie dich lasse ich mir nicht so einfach entgehen. Ding, ding! Oh. Das ist also der Grund. Okay. Hätte nicht gedacht, dass es jemand schaffen würde, diese degenerierten Splicer unter Kontrolle zu bringen. Aber Atlas hat es hinbekommen. Nachdem Ryan uns hier hat einsperren lassen, dachte ich, das war's. Nur noch ein letzter langer Tauchgang in den Abgrund.
Aber er hat uns wieder Hoffnung gegeben. Oder das, was man in Rapture unter Hoffnung versteht. Wenn einer nichts mehr hat, ist Hoffnung das Größte, was man ihm geben kann. Kein Eva braucht für Unsichtbarkeit, solange der Spieler stillsteht. Yeah! Das ist ein Upgrade. Zwei Picks habe ich nicht. Da kann ich auch her. Ja. Ich glaube, das war für das obere. Da wurde eigentlich eh nicht ausgewutet, oder? War das? Ah, nein! Nein! Okay, da hinten ist einer. Den muss ich mal merken. Da komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Das heißt, da muss ich wahrscheinlich über einen Lüftungsschacht. Komm nur in meine Nähe. Wer ist da? Entschuldigung. Der schläft auf jeden Fall gut. Was ist hier? Zwei Picks benötigt. Oh, ich hab so viel gehabt und jetzt bräuchte ich vielleicht einmal ein paar. Eve. Da wäre auch Eve drinnen, aber wie komme ich da ran, bitte? Ist schon gut. Und da hinten ist noch was. Hoppala. Muss aufpassen. Ich kann aber Beherrschung machen. Dankeschön. Ich habe ja kein Schild. Habe ich da nicht irgendwo einen Lüftungsschacht gesehen? Hehe. Ja, macht ja nichts. Ich bin auch nicht sauer. Alles cool. Alles friedlich. Okay. Das war, glaube ich, der Pfeil, den ich verschossen habe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich dort reinkomme. War der da schon überall? Da komme ich auch nicht weiter. Oh, das war ja hier. Ja, ich bräuchte hier zwei Picks, die ich nicht... Die ich gerade nicht habe. Ja. Da schnell vorbei. Hier bin ich. Okay. Boah, da rennen schon wieder so viel umeinander. Die werden ja nicht aufwachen nach einer Zeit, oder? Ding! So. Der schläft einmal. Das finde ich sehr gut. Was war denn das, Häschen? Komm zurück! Ich will doch nur reden, das ist alles! Laut und deutlich. Ja, ups. Wieso? Da ist er. Gute Nacht! Du musst dein Licht doch nicht unter den Scheffel stellen. Habe ich nicht vor. Oh, jetzt ist er, glaube ich, Futterpfer. Ein bisschen Eve. Das tut immer gut. Da sind jetzt zwei oben. Da oben, da ist der Luftschacht. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, zähl nur, du wirst mich nicht finden. So ist aber auch. Ich hab dich aber gefunden.
Gute Nacht, das ist nicht sehr damenhaft, was du da machst. Da kennt die Umme. Ja. Aber gut, wir werden dann noch einen Weg finden, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss mit Ö, ciao mit A. Servus mit Vogel V.